Doch, erstmal runtergeschraubt. Doch, zurück. Anzeige. Perfekt, das passt. So, herzlich willkommen. Nein, zurück zum Hauptmenü. Danke. Herzlich willkommen zu Monster Domain. Ich habe mir gedacht, da wir ja die Steam-Demo-Woche haben, teste ich mal ein bisschen rum und schauen wir mal an, was es so Cooles Neues gibt. Und wie jetzt schon die letzten Tage auch im Livestream festgestellt, teste ich wild rum. Und heute ist die Monster Domain dran. Ich bin gespannt, was das Spiel kann. Neues Spiel. Erstmal auf einfach. Wir schauen mal. Since the dawn of time, gods have fought for power. Some succeed, others are lost. They forced many races to fight along their sides. There were orcs, elves, humans, and others more scary. They spawned demigods that start competing for power. One of them rules over our lands. His name was forgotten over ages, but his heritage still haunting us. Monsters lurk in forests, cursed places that bred undeads. His match for power left many dead and burned houses. Nothing could stop him till a hero appeared. A noble knight who led his army to war against evil warlord. In great battle, Monster was defeated. Joy was short, because sometimes evil can't be killed so easily. So he was imprisoned till now. How good is to be back? Willkommen in Monster Domain. Dieses Tutorial führt Sie Schritt für Schritt durch die wichtigen Spielmechaniken, um Monster Domain spielen zu können. Es ist wichtig, alle Systeme zu verstehen. Bitte beachten Sie, dass dies nicht der endgültige, nicht das endgültige Spiel darstellt. Joa. BASD und E für tote Kreaturen wieder zu erwecken. Ja, Rise More Skeletons. Dann gucken wir doch mal. Kann ich dich auch wiederbeleben? Alter, was hier für riesige Köpfe rumrennen. Rüste das Skelett aus. Okay, ich habe einen von fünf Dienern. Oben habe ich meine HP. Inventar. Schwert und Schild. E zum Interagieren. Space springen. Also E ist interagieren, Space ist springen. Linkes Alt. Ah.
Okay. Hello there. How an elf's taste. Do bad skeletons can't feel. Rechts, also links, Block. Die Steuerung ist anscheinend falsch rum. Links Angriff, leicht. Feel the power of my bones. Komm. My blood, your face, the perfect couple. Opfern. Interagieren. Well, this is a nice find. Höllische Klinge. Möchte ich gerne haben. Dina. Erwecken. Ist das cool? Ey. Ich finde das jetzt schon geil. Gott, wie gern würde ich das jetzt gerade live streamen, um das zu zeigen. Aber leider habe ich kein Internet. Ach hier, eine Truhe. Heute. Und die mehr Skelette. Hier vorne waren doch Skelette. Fresh air at last. Ach schade, das Bambi kann ich nicht töten. Ich kann Bambi also nicht wiederbeleben. Komm, erheb dich. Inventar, ich möchte gern die Rüstung anziehen. Und den Bogen gerne haben. Erheb dich. Mini-Weltcard. Öffne die Weltcard und drücke M. Feinde werden rot angezeigt, Diener werden blau und Skelette werden weiß angezeigt. Ein Speer. Befehl, folgt mir. Okay, wir sind oben. Schaut cool.
Besonders die Skelette haben alle Namen. Das heißt, es ist nicht einfach nur plump gemacht, dass gesagt wird, okay, du bist Skelett 1, 2, 3, 4, 5. Rise more skeletons. Ich kann dich wiederbeleben. Befehl. Folgt mir. Kannst du jetzt auch noch Magie wirken? Kann ich jetzt Magie wirken? Feuerball. Schaden, Rüstung, maximal Diener, Krieger, Bogenschütze. Ist das geil? Skelett Bogenschütze! Kann ich dem Headshot verteilen? Charge! Charge! Geralt, bist du es? Wo ist denn dein schönes Schwertchen hin, mein Freund? Nicht da. Obliterate your foes. Take no prisoners. Nee, Bambis kann ich nicht töten. Kann ich euch irgendwie heilen? Fähigkeiten. Bogenschützen, Magie. Okay, die sind noch nicht verfügbar. Bild der Monster-Domäne. Vom Anfang an existieren die beiden Kontinente der Monster-Domäne und der Licht-Domäne. Nebeneinander, verbunden durch mächtige Magie. Sie wurden von der Mutter der Nächte und Tage zusammengehalten, dem Stern des Tau.
abwechselnd dunkel und erleuchtet. Der magische Stern, der sich um seine Achse dreht, sah aus wie ein Derwisch aus Licht und Dunkelheit. In den Schulen von Iotra wurde der Tau mit einem Leuchtturm verglichen, so langsam, dass seine Drehungen Tage und Nächte dauern. Gesäuberte Lager, geopferte Feinde. Kill all the enemy. See. Fresh. FFK 18, deswegen hier zensiert. Folgt mir. Haben wir hier noch eine Kiste drin? Haben wir hier noch Loot drin? Nee, da kann ich gar nicht rein. Ach, und das ist meine Ausdauerleiste, okay. Ich kann die Rehe nicht töten. Ich wollte gerade schon Hirsche sagen, aber es sind ja keine Hirsche. Kommt, meine Diener, kommt! Also, Mark Bando, wir müssen dich mal echt verarzten. Du stirbst uns hier gleich noch. Aber ich kann dich leider nicht heilen. Ich kann nicht mal mich selber heilen. Blitzsauber. Hose eines Ritters. Helms eines Ritters. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt hier den Zauberfeuerball nehme? Herstellen. Fähigkeiten. Ne, die Fähigkeiten sind erst in der Vollversion da. Ich kann aber auch keine Punkte reinsetzen. Sexy. Charge. Steh wieder auf und diene mir im Tod. Die, Stomp!
Not again. Mike Tyson lässt grüßen. Sterben Sie doch bitte, junger Mann. Rise more skeletons. Danke. Macht wieder erweckt. Muss ich jetzt wieder zurück? Ja, ich muss ein Stückchen zurück. Hier. Kommt ihr? Okay, die Wegfindung ist für die Skelette noch ein bisschen schwer. Oh, noch eine Truhe. Schaden 1, Schaden 8, Schaden 1, Schaden 1, Schaden 1. I. Bin mal gespannt, wie das Spiel noch weitergeht.
What a mess. Feels like home. Oh. Cool. Was hat ihr denn für zwei? Ein Ork? Oder wie ein Abgabemarathon bei Ork? Jetzt gucken wir uns hier erstmal um. In der Schmiede können sie mächtige Gegenstände herkommen. Um Gegenstände herzustellen, brauchst du Ressourcen. Und diese kannst du durch das Erkunden der Welt und das Plündern von Truhen sammeln. Plündere die Truhe, um Gegenstände zum Herstellen zu benutzen. Zu halt benutzt die Schmiede, um mächtige Gegenstände herzustellen. Hergestellte Gegenstände kommen ins Inventar. Also hier ist auf jeden Fall schon mal Eisen zum Abbauen. Gucken wir doch mal in die Schmiede. Ah ne, hier ist eine Truhe. Alles nehmen. Gegenstand herstellen und Ausrüstung verbessern. Kann ich auch irgendwo Gegenstände einschmelzen? Sie haben die Fähigkeit, Ressourcen zu sammeln. Es gibt verschiedene Ressourcen in der Welt zu sammeln. Und jeder hat seine eigene Was seinen eigenen Unquick Was? Unquick Zweck. Finde Mühlen, Axt, Spitzhacke aus der Truhe. Ach da. Doch, jetzt habe ich die Axt. Kann ich doch bestimmt hier den Baum fällen, oder? Ah, guck mal an. Aber wo habe ich hier Material?
Kann ich das hier noch wegmachen? Nee, kann ich nicht. Aber warte mal, ich kann mir doch... Kann ich dir eine Rüstung anziehen? Ja, guck dir das hier mal an. Hier, den kann ich ausrüsten. Moment. Wenn das wirklich geht. Befehl. Tauschen. Befehl tauschen. Befehl tauschen. Ja, sneaky, Leute. Sneaky. Jetzt haben wir bewaffnete und ausgerüstete Einheiten. So, dann wollen wir doch mal kurz gucken. Habe ich wieder normal Internet? Ich glaube schon. Das heißt, ich gehe jetzt mal live. Wie? Auf. Leider nicht. Wir scheinen offline zu sein. Es gibt immer noch Netzprobleme. Eben gerade hat er angezeigt, wir haben Netz, aber anscheinend nicht. Das heißt, es geht offline weiter. Zack. That is going good place to rebuild. Was öffnet das Baumenü? Wie öffne ich denn das Baumenü? Was, du hast die Fähigkeit, Gebäude zu errichten. Diese Gebäude haben einige ihrer einzigartigen Kräfte, die dem Geist verliehen werden. Um Gebäude zu errichten, musst du zunächst Ressourcen sammeln. Öffne das Gebäudemenü. Wie öffne ich denn das Gebäudemenü? Einstellungen. Überlegung. Tastatur. Öffne ich denn jetzt das Gebäudemenü? Ach, Steuerung. Thank you.
So, haben wir die Obergrenze angehoben. Guck mal, hier haben wir noch Eisen. Nee, da ist wieder diese Schlacke, die ich nicht abbauen kann. Rise more skeletons. Rise more skeletons. Wo ich denen jetzt alle sagen, einzeln mitkommen? Nein, die folgen mir alle, okay. Rise more skeletons. Ja, ich bin ja schon dabei. I rise all skeleton. Da haben wir noch Tote. Zack. Rise more skeletons. Zack. Die Waffenkammer benutzen. Verwende die Waffenkammer, um deine Diener zu verwalten, indem du ihnen Waffen gibst. Und sie kann auch verwendet werden, um die Werte deiner Diener zu aktualisieren. Benutze Waffenkammer, so verwaltest ihr eure Armee. Dies kann auch als Waffe verwendet werden. Waffen, was? Als Waffe verwendet werden. Lager. In der Waffenkammer kannst du auch jedem Diener einen Namen geben. Ja, aber es hat ja schon jeder Diener einen Namen. Habe ich noch ein paar Bögen? Ja, ich habe noch ein paar Bögen. Wer von euch hatten keine Waffe? Ich habe alle Waffen, gell? Da-dum, da-dum, da-dum. Da-dum, da-dum, mal hier. Hier kann ich das ganze Zeug rüberlegen. Hier kann ich alles ins Lager reinlegen. Und hier kann ich dann okay, du kriegst den grünen Umhang. Und die Schuhe, du wirst unser Urukai. Du wirst unser erster starker Kämpfer. Unser Tank. Dazu kommst du dann noch als Tank. Eins, acht. Und die Skelette. Du wirst noch zum Bogenschützen. Das heißt, du brauchst keine fette Armory. Aber du bekommst noch eine Panzerung. Und du bekommst noch eine Panzerung. Und du wirst auch zum Bogenschützen. Boah, ist das geil. Ich feiere das gerade einfach nur.
Okay, Lager schließen. Doch, alle da. Sieht schon ein bisschen geil aus. Okay, wir müssen die Schmiede noch ein bisschen. Kriegen wir noch mehr Brustpanzer raus? Nee. Wir können aber auch nichts einschmelzen, gell? Also das finde ich schon recht cool gemacht. So, wir haben gerade noch mal Goldbarren gefunden. Damit kann ich... Ich kann blaue Rüstung noch herstellen. Wie viel Rüstung brauchen wir noch? Inventory. Eins. Eins, zwei, drei. Sechs Rüstungen. Eins, zwei, drei. Nützt nichts. Dann kriegen die jetzt noch eine Rüstung, die noch eine haben. Die wir noch haben, werden noch verteilt. Und dann geht's zur letzten Schlacht. Braucht keine, hat eine, braucht keine, hat keine. Nein, die benötigen Level 5. Oh mein Gott, nein. Ich hab den Stahl gewastet. Für Level 5 Armory. Nein. Ach, na gut. Nee, ich glaube, der hängt da fest. Ja, der hängt da fest, okay.
Ach so, habe ich jetzt eine Waffe mit? Nö. Sehr schlau gemacht, Herr Kommandant, gell? Ich habe meine Magie. Macht sie fertig. Alter. Opfer. Los, tötet sie! Tötet diese Frevler! Opfern! Da würde ich mir sehr stark wünschen, dass die Waffen, die die Angreifer mitbringen, mehr rausstechen. Aus der Umgebung. Oh. Hallo. Well, this is a nice find. Creature!
Ich glaube, ich brauche eine andere Waffe. Aha. Glückwunsch, du hast geschafft, 5 Angriffe des Lichts zu überleben. Bin sehr gespannt auf euer Feedback und eure Ideen. Ihr könnt sie in der Steam-Community oder auf Discord-Server teilen. Wir werden unser Bestes tun, um alle eure Ideen in der vollständigen Spiel zu integrieren. Danke nochmal fürs Spielen. Wir hoffen, dass euch die Zeit mit Monster Domain Spaß gemacht hat und sehen euch bald wieder in der finalen Version. Ja, muss ich sagen, hat mir bis jetzt recht gut gefallen. Ich meine, mein einziger Kritikpunkt wäre vielleicht, dass die menschlichen Bogenschützen etwas zu stark sind, also zu genau schießen, auch wenn man ausweicht. Und dass man vielleicht den Loot mehr sichtbar machen sollte. Ich gehe gerade mal auf die Internetseite von denen. Übersetzt mir das mal auf Deutsch, bitte. Ja, ich werde die Vollversion kaufen. Ich würde es positiv bewerten. Was kostet die Vollversion eigentlich? Gucken wir doch mal. Monster Domain. Da haben wir es doch. Die Vollversion steht nicht dran, was sie kostet. Schade. Das wäre jetzt noch interessant. Wir haben Deutsch verwendet. Ja, die Lokalisierung war okay. Mir wurde nicht angezeigt, was welche Taste das Baummenü. Ansonsten sehr schönes Spiel. Hat es dir Spaß gemacht, die Demo zu spielen? Was war der stärkste und schwächste Teil des Spiels? Wenn Sie zusätzliche Kommentare oder Änderungsvorschläge haben, können Sie gerne hier schreiben. Ich würde mir wünschen, dass der Loot besser angezeigt wird. Im hohen Gras findet man die Waffen sehr schwer. Und dass die Skelette vielleicht eine bessere Wegfindung haben. Die Skelette, also was für ein Problem gab es? Die Skelette haben teilweise den Weg nicht automatisch zu mir gefunden. Und sind auf Hügeln aus
Schädel in meiner Basis hängen geblieben. Doch. Ja, ich bin kein Roboter, danke. Steam-Namen. Ja, kann ich gerne machen. Ich gebe Sie hier einen Steam-Namen ein. Ach, ich habe schon wieder keinen. Florian. Gut, das Feedback muss ich danach nochmal absenden. Wie gesagt, ich muss sagen, ein sehr schönes kleines Spiel. Wenn es rauskommt, werde ich es mir wahrscheinlich kaufen. Und dann werden wir nochmal reinsehen in das niedliche kleine Spiel. Ich freue mich drauf. Das war's dann mit Monster Domain. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder.